Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einer neuen Frage-Antwort-Runde. Ich schaue mir wieder einige Fragen von euch an, die ihr gestellt habt, und am Ende des Videos kommen wir natürlich zu dem Gewinnspiel, was letzte Woche angekündigt wurde. Es gibt eine Powerbank zu gewinnen, das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Ja, Freunde, wie angekündigt, schaue ich wieder einige Fragen von euch an. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt, wobei eigentlich mir viel zu wenig. Fragt gerne mehr und ich freue mich über jede Frage, die ihr mir stellt. Wenn ihr nicht direkt eine Antwort bekommt, seid mir nicht böse. Ich antworte definitiv und werde einige Fragen natürlich auch hier in die Frage-Antwort-Runden mit reinnehmen, wenn sie vielen weiteren helfen können. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls dir dieses Format gefällt, dann gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen. Dann beginnen wir mal mit der ersten Frage, und zwar fragt Julia: Hallo, wie ist es, wenn ich mein privates Konto auf gewerblich umgestellt habe, dann aber privat etwas bei eBay kaufen möchte? Ich habe der Julia erstmal eine ausführliche Antwort gegeben, wenn man was verkaufen möchte, und jetzt im Nachhinein habe ich gelesen, dass sie kaufen geschrieben hat. Ja, sorry Julia, ich habe dir dazu auch nochmal eine Berichtigung dann geschrieben. Also, wir können ja beide Varianten beurteilen und besprechen, und darauf gehe ich mal kurz ein. Wenn ihr euer privates Konto auf ein gewerbliches Verkaufskonto umstellt, dann ist es in erster Linie recht gut, denn dann nehmt ihr eure Bewertungen quasi mit in das neue Konto, in das gewerbliche Konto mit rein und habt somit schon mal einen gewissen Bewertungsstatus und müsst nicht bei Null anfangen. Ja? Das ist in vieler Hinsicht natürlich sehr positiv. So hat man auf jeden Fall Chancen, den Kunden mehr zu überzeugen mit seinen Bewertungen, die man schon hat. Auch wenn es vielleicht nur Einkaufsbewertungen gewesen sind. Deshalb lohnt es sich, ein privates Konto auf gewerblich umzustellen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr natürlich ganz normal weiterhin mit diesem Konto auch privat einkaufen. Da gibt es keine Hindernisse. Ihr könnt aber auch natürlich gewerblich mit dem Konto einkaufen. Hier müsst ihr im Endeffekt nur die Lieferanschriften bzw. Rechnungsanschriften immer verändern. Und dementsprechend habt ihr dann die Rechnung entweder gewerblich ausgestellt auf euren Firmennamen oder auf euer Einzelunternehmen oder halt privat vielleicht an jemand anderen sogar verschicken. So. Die Variante mit dem Verkaufen, also man hat das Konto vorher privat zum Verkaufen genutzt, für Auktionen vielleicht, und hat das jetzt umgestellt gewerblich und möchte jetzt noch privat über das gewerbliche Konto verkaufen, das geht leider nicht mehr. Da würde ich euch von abraten, das so zu machen, denn das fließt dann dementsprechend auch ins Gewerbliche mit ein, weil auch alleine die Einstellungen, sowie das Impressum und Widerrufsbelehrungen und so weiter, wenn ihr die einmal festlegt, dann gelten die in der Regel auch für alle weiteren Angebote, die ihr online stellt. Dementsprechend ist das so nicht möglich. Deshalb empfehle ich euch hier einfach ein weiteres Konto bei eBay zu eröffnen und dann das für private Zwecke zu nutzen, sowohl zum Kaufen, aber auch zum Verkaufen. Ich hoffe, damit habe ich die Frage gut beantwortet, und falls nicht, gerne einen Kommentar unten hinterlassen. Kommen wir zur nächsten Frage, das wäre dann von Butterfly. Ich danke dir vielmals für das Video, ich habe mich bei der Erstanmeldung total überschätzt, habe jetzt tatsächlich die tatsächlichen Mengen angegeben. Kriege ich das Geld wieder, dass ich zu viel bezahlt habe? Also, damit man versteht, worum es hier überhaupt geht. Es geht hier um die Verpackungsverordnung. Man gibt ja in erster Linie an, wie viele Verpackungen man voraussichtlich für dieses Jahr benötigt für seine Waren, um diese lizenzieren zu lassen. Und dementsprechend muss man diese Verpackungslizenz bezahlen, die man dann bekommt. Und man kann sich hier verschätzen. Und so hat sich hier Butterfly auch verschätzt bei der Erstanmeldung, und ich rate euch in erster Linie vielleicht ein bisschen weniger anzugeben, und dann am Ende des Jahres könnt ihr dann das Ganze nochmal korrigieren und die tatsächliche Menge angeben. So werdet ihr auch dann nicht zu viel mit den Kosten vorauszahlen. In diesem Fall, wenn man das dann so hat, dass man zu viel natürlich angegeben hat von Anfang an,
Dann kann man am Ende die tatsächliche Menge nochmal bestimmen. Hier muss man in der Regel dann seinen Lizenzpartner, diese duale Stelle, kontaktieren und sagen, ich habe zu viel angegeben, so viel hatte ich gar nicht. Dann ist es so, dass man in der Regel dieses Geld entweder gutgeschrieben bekommt oder dementsprechend auf die Folgerechnung verrechnet bekommt. Das müsst ihr euch genau anschauen. Ihr schließt ja einen Vertrag mit dem jeweiligen dualen System ab und da ist sowas geregelt. Ansonsten telefoniert ihr oder kontaktiert ihr euren Anbieter dementsprechend und dann sollte sich das regeln. So, kommen wir nun jetzt schon zur letzten Frage und zwar fragt hier TechFox: Hey, habe ein Problem. Und zwar habe ich mein Gewerbe jetzt rückwirkend für letztes Jahr angemeldet. Habe aber jetzt bei der Registrierung weder bei Lucid noch beim grünen Punkt darauf geachtet, dass ich da eigentlich auch nachzahlen müsste. Allerdings war das letztes Jahr aufgeschrieben nicht mehr wie 20 Kartons und 50 Briefumschläge. Daher die Frage, ob es Sinn macht, das auch rückwirkend anzumelden. Und wenn ja, wie mache ich denn das? Weil bei den normalen Login kann ich nichts ändern. Freue mich auf deine Antwort, bin gerade echt am Verzweifeln. Ja, TechFox, verzweifeln musst du nicht. Im Grunde genommen reicht hier auch ein Anruf bei dem grünen Punkt, um zu fragen, wie gehst du damit um? 20 Kartons und 50 Briefumschläge. Ich vermute mal, das sind diese Luftpolster-Briefumschläge. Wenn es überhaupt hochkommt, sind das vielleicht ja, 500 Gramm. Ich würde darüber einfach mal mit dem grünen Punkt sprechen und da eine Empfehlung einholen. Und dann wird dir geholfen dementsprechend. Ja. Also wenn es wirklich bei so einer kleinen Menge gewesen ist, also gesetzlich gesehen musst du es anmelden, definitiv. Und da würde ich einfach mal nachfragen. Das ist meine Antwort dazu. Ansonsten für alle die, die wirklich das Ganze wie jetzt TechFox ja rückwirkend anmelden möchten, beziehungsweise es vielleicht vergessen haben im letzten Jahr die Verpackungslizenz zu beantragen und anzumelden, den würde ich auf jeden Fall raten, das zu tun, denn bei mir war das nämlich genauso. Ich habe das auch rückwirkend gemeldet und teilweise hat man nicht die Möglichkeit, die Verpackungsmengen fürs letzte oder vorletzte Jahr sogar auszuwählen. Das geht aber, wenn man dann telefonisch oder per Mail an die jeweiligen dualen Systeme tritt und dementsprechend dann das nachfragt, dann stellen die einem manuell einfach eine Rechnung und dann habt ihr etwas in der Hand, falls eine Prüfung kommt und dementsprechend seid ihr da abgesichert und könnt das in diesem Lucid-System dementsprechend auch mit eintragen. So seid ihr definitiv abgesichert. Zu diesem ganzen Thema Verpackungslizenz und duale Systeme, dazu habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, das findet ihr hier oben, könnt ihr euch schon mal anschauen. Ich werde aber jedoch ein spezielles Video demnächst machen, also schon die Tage, wo es darum geht, dieses genau nochmal zu machen, ein aktuelles Video und vielleicht spezielle Fälle nochmal anzusprechen. Denn ihr müsst darauf achten, dass das bald verpflichtend ist für alle Plattformen bzw. Handelsmarktplätze. Hier fordert Amazon beispielsweise schon öfters, haben die Mails geschrieben, wo sie diese Lucid-Nummer dementsprechend anfordern und um zu sehen, ob dieser Verkäufer überhaupt registriert ist oder nicht. Super wichtig, sonst werdet ihr vom Verkaufen ausgeschlossen und dementsprechend werden eure Konten auch gesperrt. Achtet da bitte drauf. Wie gesagt, die Tage kommt dazu ein Video. Es lohnt sich, das anzuschauen. Deshalb abonniere auch diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du dann immer auf dem aktuellen Stand. So, das war's zu euren Fragen. Ich freue mich, wenn ihr weitere Fragen stellt, so dass wir in der nächsten Runde, Frage-Antwort-Runde, dann wieder neue Fragen haben. Und ich gehe da, wie ihr seht, auch ein bisschen spezieller drauf ein in diesen Videos. Und nun kommen wir zu dem Gewinnspiel, worauf die meisten sich bestimmt freuen. Wer daran teilgenommen hat, der kann sich gleich freuen und hat eine Chance, auch das Ganze zu gewinnen. So, Freunde, ihr seht wieder das Rädchen hier und die Namen, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, sind schon alle drin. Deshalb werden wir das gleich sofort verlosen. Wer kann daran teilnehmen? Alle im Grunde genommen, die einen Kommentar unten unter einem Video hinterlassen. Deshalb habt ihr die nächsten, die dabei sein möchten, haben im nächsten Video dementsprechend wieder eine Chance. Und es geht hier um diese Powerbank von Anker.
Die verlosen wir jetzt und dann legen wir direkt los. Ihr seht hier die Namen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass jemand gewinnt, beziehungsweise es wird schon jemand gewinnen, nur dass hier nicht so viele Teilnehmer sind, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, hier für den jeden Einzelnen zu gewinnen. So, wir mischen das Ganze einfach mal nochmal, paar Mal, zack, zack, zack. So, und dann drücke ich mal auf das Drehrädchen und die Spannung steigt. Und es gewinnt King MK. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Du bist der Gewinner davon. Schreib mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail findest du im Profil. Da wirst du dann dementsprechend dann auch eine Info von mir bekommen. Und dann dementsprechend schicke ich dir das ganz einfach zu. Du teilst mir deine Adresse mit und dann bekommst du das komplett kostenlos von mir. Vielen Dank für die Teilnahme. Wie gesagt, nehmt beim nächsten Mal wieder dran teil. Da gibt es wieder was Schönes zu gewinnen, quasi schon nächste Woche. Und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Alles Gute, ciao.